Heute gibt's Bohnen. Warum gibt's heute Bohnen? Und zwar wegen ihm hier. Genau. Unser Freund. Ihr guckt doch auch wahrscheinlich 20 Bud Spencer Filme pro Jahr. Wenn nicht, deabonniert den Kanal und kommt nie wieder. Danke. Das sind Linsen und Bohnen für meine Freundin. Das ist ein leckerer Eintopf. Hier seht ihr das? Ja. Vegetarischer oder eigentlich veganer Kichererbsentopf und Dazu noch gibt's Bohnen. veganen Wein. Süß und fruchtig und ein leckeres Baguette natürlich. Wie soll es anders sein? Genau. Und besonders gut kommen Bohnen, wenn man einen Cheeseburger von McDonald's reintunkt und den dann isst. Burger King. Das mache ich Bud Spencer stolz auf mich. Und zur Garnierung gibt es einmal mehr Giersch aus eigenem Anbau. Und noch eine Runde Brennnessel. Appetitlichste, was man sich vorstellen kann. Ein Bud Spencer Bohnen frisst. Wer kann ihn nicht stundenlang beim Essen zu sehen? Kleines Böhnchensüppchen nach der Kelle. Als Nachtisch gab es 9 hiervon und 6 hiervon. Das duftet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Lebkuchen, Lebkuchen, über alles. Jetzt zeige ich euch mal, was meine schöne Freundin sich geholt hat. Am Anfang sieht es einfach nur aus wie Branntweinbohnen, die etwas gröber Schokobohnen heißen, mit Karibik rum. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es ein Bud Spencer Original. Das heißt, es sind Süßigkeiten, die nach Bud Spencer schmecken. Bitte nicht. Genau. Unglaublich. So was Schönes gab es noch nicht. Sagt mir auch, ob ihr so was Leckeres habt. Da ist er aber lieber. Lang möge er leben. So. Was drin? Rumhaltiger Likörfüllung in zartbitter Friteuse. Habe ich immer gerne gegessen, Branntweinbohnen. Kaum Kalorien. Also nur 500 ist ja gar nichts. Köstlich. Ja, was ist alles für ein Plastik? Das hat 4 verschiedene Plastikarten. Nee. Zweimal Pappe, einmal Polypropylen und einmal Polyvinylchlorid. Ja, ich kenne diese Abkürzung. PVC, Polyvinylchlorid, PP, Polypropylen, dann Papp für Pappe und dann nochmal Papp für Pappe. Für den Frosch im Regenwald. Dafür machen wir das alles. Dafür steht auch er mit seinem Namen. Hip, Babykost, dafür stehe ich mit seinem Namen. Ja. Renato Cascaro. Genau der. Getränke haben wir noch nicht vorgestellt. Einmal Schwipp-Schwapp und einmal Pepsi. Kirsche. Cherry. Kirsche. Kauft auch ihr Pepsi. Jetzt Pepsi trinken. Und Schwipp-Schwapp von derselben Firma, von Pepsi. So sehen die Wunderbohnen, dann die wunderbaren Bud Spencer Bohnen offen aus. Lecker.